Freunde, und willkommen zurück zum besten Format auf YouTube, Clip Battle Day. Special Clip Battle Day mit dem Erik zusammen. Hallo. Hey Erik, wir sind zum ersten Weihnachtsfeiertag bei meinen Eltern, stehen hier gerade auf dem Sofa und wir dachten uns jetzt, weil gerade zwischen Gans, Leberwurst und Sektflaschen immer noch ein bisschen Platz ist, machen wir jetzt eine Runde Clip Battle. Ich hoffe, es schaut überhaupt einer zu. Denn ich glaube, so viele werden am ersten Weihnachtsfeiertag nicht vorm Rechner sitzen. Ach, na klar. Und Clip-Battle suchten. Oder? Denkst du? Wir haben uns gedacht, weil wir Bock drauf haben, machen wir einfach mal eine richtig gemütliche Bike-Porn-Session. 3 Bike-Porns wurden ausgesucht und ich würde sagen, lasst uns einfach mit dem ersten Bike-Porn beginnen. Auf jeden Fall, wir sind froh, dass das System läuft, sage ich direkt. Und wir können das Bild nicht groß machen. Also wer die Videos in voller Quali und groß und geil sehen möchte, schaut einfach in die Videobeschreibung, denn da ist dann alles soweit verlinkt. Erik. Na, wenn du sagst. Bist du bereit, das erste Mal beim Clip Battle mit dabei zu sein? Ja. Bist bereit? Gut, dann lasst uns mal beginnen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den heutigen 3 Clip Battle Day Pons. Völlig naus. Trade Destroyers haben auf jeden Fall so extrem viele Videos eingesendet, dass die immer wieder drankommen. Die wollen mal wirklich bekannt werden oder was? Kann sein. Was? Aber die machen echt geile Videos. 3 Kilo. Geil, meinst du, das ist so schwer. Ehrlich? Ja, nee. Ja, meinst du schon. Meinst du, Kilo, ich meinst du auch. Das könntest du sein. Was mache ich denn diese Spitze? Ne? Ne. Ist nicht schon. Soll ich lange reinlaufen? Ist doch geil, oder nicht? Wenn dein Fahrrad dann wieder vom Pulver kommt, wirst du dich freuen, wenn du ein Video für dein Fahrrad hast. Wenn du lieb fragst, mach vielleicht doch so ein Video darüber. Brauche ich, ne? Ne? Ich fahre lieber mit meinem Fahrrad. Warum? Ich muss lieber fahren, als hier Videos von mir. Ja? Ja. Aber eine komische Einstellung. Warum denn? Ne? Das ist immer alles Lug und Trug. Warum? Ja, es ist. So sauber sind die Räder nie. Ich meine schon. Ich fahr viel zu oft. Genießt. So, das war das erste, Erik. Wie fandest du das? Schon mal so grob? Die richtige Beurteilung kommt erst noch. Aber jetzt kannst du schon mal ganz grob sagen, wie fandest du denn? Ja, es ist gut gemacht, aber nicht schnell. Nicht dein Ding? Nee. Warum? Keine Ahnung. Pass auf, dann machen wir erst. Das hat zu wenig mit Fahrradfahren zu tun. Ja? Siehst du, habt Erik seine Meinung gehört? Jetzt machen wir einfach zum nächsten Video. Ich bin mal gespannt, wie die Schrittstudios. Ihr müsst vorstellen, wir sitzen bestimmt 10 Meter vom Fernseher entfernt, deswegen kann ich nicht lesen, was da steht. Aber ihr seht es auf jeden Fall besser und deswegen fangen wir mal an mit dem zweiten. Shred Studios Canyon. Liebster Shred. Bist du mal Canyon gefahren? Ja. Und? Also, ja, klingt schon gut eigentlich. Gute Räder. Ja? Und nie in Canyon gefahren? Das ist von denen, das ist geil. Ja? Auf jeden Fall ist es auf mystisch gemacht. Dein Vorbau würde so in Szene gesetzt werden. Du würdest einen Fitzel in der Hose bekommen. Ich sehe auf die Ohren. Ich schon Kopfschmerz. Aber eine gute Länge, ne? Hat eine Zielkurbel. Da hat einer Geld in der Hand genommen. Ja, genau. Ja, Gravity Vorbau. Das war Kettenführung. Was ist Kettenführung? Ich hab gerade nicht hingeguckt. Nee, ist mir schon klar. Telefon! Geil! Lass mal angehen! Ich find's geil gemacht, schön mystisch. Ja. Aber warum macht man denn so ein Video? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich steh's hinter mir. Na, Bikeporn! Ja, wozu denn? Na, weil es geil ist! Wenn mich irgendjemand neidisch machen kann auf mein Fahrrad oder was? Erik. Ist das schon was? Nichts für dich. Komm.
Käse. Eine Freeride-Bude, oder? Gut, das war das Clip Nummer 2. Als ich beurteile es, nee, wir beurteilen jetzt mal da gar nichts. Wir gucken erstmal Clip Nummer 3 an. Und dann gibst du deinen Senf dazu, dann gebe ich meinen Senf dazu. Senf, was für Senf? Bautzner. Bautzner. Auf jeden Fall kein Bornsenf. Nee. Gut, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Clip Battle vom heutigen Tag. Na? Bist du bereit, Erik? Nee, dann mach doch noch einen. Sitzt der Schlüpfer gerade? Ja, mach alles gut. Den Schärpe. Ich würde das Gott. Wir machen es dann so, ich beurteile es vom Filmerischen und du beurteilst von deiner Meinung halt. Ja. War das erste nicht auch schon so das Gottschwart-Ding? Weiß ich nicht. So hast du aufgepasst und ich. Das nennt man Berieselung. Ich kann die Scott-Räder weniger sehen. Ich auch nicht. Ich finde Scott-Räder hässlich. Auch die Daunenbuden. Die sind hässlich. Aber die Umlenkung sieht geil aus bei den Buden. Das ist trotzdem bloß ein Gelenker und dann. Aber sieht halt geil aus. Ja, schön. Ich bin mir ganz furchtbar, wenn man noch so ein Bike macht, dann fährt man so ein Flow. Flow ins Schriftstall. Da muss ich auch mal sparen. Natur. Schön, viel Wald. Ein paar Pilze. Schön, viel Moos. Oh, eine Lecke. So. Jetzt ein bisschen Wasser kämen noch. Du hast mich belaubt. Ja, ganz toll. Ich kann mich durchstellen mit Belaubung mit der Kamera. Also ihr merkt, seht schon, heute bekommt euer Fett weg. Ein bisschen Ruhe. Ja, da kann er auch nichts dafür. Ja, aber wir müssen schon ein bisschen Liebe davon machen. Gut. Das war so. Das war auf jeden Fall ein Spitzenende. Das war das beste Ende. So, pass auf, Erik. Einfach abgeschnitten. Also, wir machen es so. Ich beurteile die filmerische und die technische Seite. Und du gibst einfach dein Senf dazu, wie du es fandest. Ich sage, wir fangen mit dem ersten Video an. Am Ende muss es Platz 1, Platz 2 und Platz 3 geben. Falls du Clipbälle kennen solltest. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Video an. Da ging es ja von Trail Destroyers, ging es ja um das Cube. Ne? Und das Cube-Rad. Wie was fandst du Cube? Das vom... Was ein Cube? Ja. Nur die besten Komponenten. Erik, wie fandst du das? Keine Ahnung. Also wie? Also vom Filmerisch fand ich es geil gemacht. Da hat alles gepasst, alles gestimmt. Und es war ein alter Mann dabei, der auf der Schnauze geflogen ist. Was willst du mehr? Also ich fand das vom Filmerisch schon mal geil. Jetzt bist du dran. Wie fandst du es? Ja, keine Ahnung, ich kann eigentlich irgendwie gerade nicht so dazu sagen. Ne? Weil ich die irgendwie alle gleich kacke finde. Gut, ich deine Meinung. Ich finde es da irgendwie, keine Ahnung, ich sehe dem Ganzen da irgendwie keinen Sinn. Gut. Weil, was bringt mir das Video? Unterhaltung. Unterhaltung, also. Oder nicht? Ne. Ne? Ne. Gut. Das sind so Sachen, da mache ich schon mal aus. Alles? Ich habe auch bei den letzten Clip Battles, wo so ein Mist kam, immer direkt ausgemacht, weil das nicht so ist. Das ist die Frage, was willst du aber sehen, was ihr einschicken können, was du interessant findest? Na, vom Radfahren. Also mehr Radfahren. Das ist doch hier übelster Käse. Gut, also noch draußen eine Platzierung finden. Ja, das letzte ist auf alle Fälle 3. Das sagst du ist 3. Würde ich aber auch sagen, würde ich aber auch sagen, wenn es mal loslaufen würde, das hier, das ist Platz 3. Ja, das
muss ich auch sagen, also die so vom Ort her mit dem Wasserfall finde ich es geil. Aber so vom filmerischen her und Umsetzung her war es einfach mal scheiße. Nehmen wir es einfach so, ne? Für das Fahrrad kann er ja nichts, dass er so ein Fahrrad hat. Dafür, da kann er nichts, ne? Aber so von der Location her wäre es übelst geil, weil er da mit einer Drohne durchgeflogen und vielleicht noch eine Hubschrauber, ein nacktes Mädel, was unter Wasserfall sitzt, sowas. Das wäre natürlich geil, ne? Gut, dann lege ich mal fest, das ist Platz 3. Platz 2 ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die beide natürlich auch geil sind. Obwohl ich das natürlich richtig lecker fand. Ja. Das ist natürlich auch geil gemacht, aber das fand ich dann schwierig. Du darfst entscheiden, was hat dir mehr gefallen? Warum muss ich dir denn entscheiden? Komm, Erik, du darfst entscheiden, sonst habe ich mal die Entscheidungsgewalt. Entweder das Platz 1. Na, ich würde sagen, das wird jetzt. Das ist Platz 1? Nee, das ist Platz 2. Platz 2? Das andere fand ich wieder cooler. Na, da haben wir doch eine Entscheidung. Also, herzlichen Glückwunsch an Platz 1 an den Kanal Shred Studios. Platz 2 an die Trail Destroyers. Und Platz 3 geht an. Kann ich nicht lesen von hier aus. An das Gottfahrrad. Ja, kurz und schmerzlos. Also es könnte auch mal Erik seine Meinung, also Erik findet die Bikepunts Schwachsinn, sinnlos, genau. Uninteressant. Finde ich nicht so, ich finde es geil, aber es ist halt deine Meinung. Und wenn ihr Erik glücklich machen wollt, dann schickt mehr Geschredder ein von irgendwelchen Dämpfern, die durchknallen oder... Nee, einfach vom Radfahren, keine Ahnung. Also Radfahren war Spaß vermittelt. Ja. Gut. Also, wenn ihr Erik unterhalten wollt, dann schickt ganz viel Zeug ein, was einfach mit Fahrradfahren zu tun hat, was... uns ihn unterhält und dann seid ihr vielleicht das nächste Mal dabei. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, alles in der Videobeschreibung verlinkt, alle 3 Videos in der Platzierung. Ja. Wie ihr mitmachen könnt, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Gericht. Ganz essen. Bestimmt. Bestimmt. Ich wünsche euch noch ein richtig geiles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls kein Video mehr kommen sollte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein. Erik, du darfst sagen. Ciao.